Ja, beim letzten haben wir ja mit einem siegreichen Team oder die Hälfte eines siegreichen Teams aufgehört. Wir kommen zum nächsten Vertreter von Teams. Als erstes von der Danger Zone. Naja, ist ja auch nur noch einer da. Nämlich Chris Danger. Noah C ist ja bereits draußen. Ist ja gegen Katsushika Okada ausgeschieden. Und der andere, Arik Danger. Ist ja eine Runde weiter, hat gegen Bully Ray gewonnen und jetzt möchte Chris Danger auch am liebsten eine Runde weiter. Sein Gegner am heutigen Abend von Loud and Proud and Powerful. Oder Loud and Powerful, seht's mir nach, wenn ich es falsch ausspreche. Dessen Tag Team Partner bereits ausgeschieden ist. Moment, gegen wen muss der denn ran? Ist rausgeschieden gegen John Moxley und hier kommt der andere, nämlich Ortiz. Na gut, von FTA ist auch nur Scott Dawson, weil der Schwalder ja auch raus. Also pro Team ist meistens einer raus. Von der Danger Zone einer raus, einer weiter. Gut, die sind auch zu dritt. Was macht mein Controller hier gerade? Aber Ortiz hat das hier wunderbar im Griff. Gut, er ist ja auch mit einer der Lokalmatadoren. Auch wenn er gebürtig in New York, glaube ich, war. Glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Aber Chris Danger ist natürlich auch eine Kante. Hatten wir aber beim letzten Pay-Per-View die Danger Zone gegen den Bullet Club, also gegen die Young Bucks und Kenny Omega, wo sich die Danger Zone gar nicht mal so schlecht verkauft hat. Aber zu manchen, die bereits draußen sind, denen denke ich mal, wird noch eine ganz große Karriere hier bei All Elite bevorstehen, wie zum Beispiel auch ein TJP, ein Noah C. Natürlich auch der Rest der Danger Zone. Okay, das war jetzt gerade nicht so. Auch ein Darby Allin, ein. Ja, keine Ahnung, wer noch alles. Ich sollte mich vielleicht mal hier aufs Match konzentrieren. Anstatt hier Bullshit zu reden. Oh, schöner Tritt gegens Gesicht. Also auch dies macht das hier gar nicht mal so verkehrt. Könnte ich zwischendurch auch mal ein paar Ruhephasen. Gut, er ist ja normalerweise Tag Team Wrestler. Aber es ist Chris Danger auch. Also von daher beide eigentlich gewohnt, dass sie sich Auszeiten nehmen. Oh, schöner Headlock Takedown. Und wir haben ja auch heute noch einen wunderbaren Spinebuster, ich meine Main Event. Nämlich zwei, die auch schon einmal aufeinander getroffen sind. Nämlich Keiji Muto, der Anführer der Rising Sun, gegen Maxwell Jacob Friedman. Und Oh Trouble in Paradise, aber geblockt. Oh, schöner Impaler DDT. Oder was auch immer für ein Move. Und Chris Danger überspringt ihn und kommt mit einer ganz harten Clothesline. Und Ansatz zum Falcon Arrow. Oh, das ist eine respektlose Geste. Ich glaube nicht, dass das die Fans hier so lieben. Und jetzt Trouble in Paradise und er hat gesessen. Vor allem, er zieht sein T-Shirt gar nicht aus. Oh, Kick-Out! Kick-Out von Ortiz!
Oh, mit dem Ellbogen auf den Hinterkopf. Fischermann Suplex. Als Konter und Augenkratzer. Ja, ich glaube, die respektlose Geste von vorhin. Denkt sich Ortiz wahrscheinlich auch nur, ey, sowas kannst du hier nicht bringen. Wieder ein Side Headlock. Und erneut Spinebuster. Und erneut Trouble in Paradise. Da will ich mal gerade wissen, hat der eigentlich noch einen anderen? Ach, Switch in Music, okay. Also irgendwie nicht welche, die zu ihm passen. Muss ich, glaube ich, mal bei Zeit mal umändern. Und drei. Chris Danger wirft Ortiz aus dem Turnier und damit LAX. Ich bleibe jetzt aber bei dem alten Namen. LAX aus dem Turnier. Hier nochmal der schöne DDT. Ja, das war der Konter. Hier der Falcon Arrow. Könnte man eigentlich auch als Finisher nehmen. Anstatt so Techniker, muss sie irgendwie so von der Statur nicht zu ihm passen. Okay, jetzt die Exile, oh, was auch immer. Egal, wir kommen zum Main Event des heutigen Abends. So, it's time for the Main Event. Den ich ja vorher schon mal angesprochen hatte, das ein Rematch könnte man auch so sagen. Keiji Muto ist ja schon mal auf MJF getroffen. Und Keiji Muto ja immer noch ungeschlagen. Auch einer der heißen Kandidaten auf den Turniersieg zusammen mit John Moxley, Kenny Omega, Pentagon. Also das sind so die, die ich ganz hoch angehe. Natürlich auch ein Lance Archer, ein Bob Holly, Eric Danger und so weiter und so weiter. Ah, da haben wir ihn, MJF. Bisher noch. Ja, Keiji Muto ist ungeschlagen. MJF bisher komplett ohne Sieg, hat bisher nur Niederlagen eingesteckt. Ja gut, er muss sich wahrscheinlich erstmal noch akklimatisieren. Irgendwann kommt auch seine Zeit. Das fehlt ihm natürlich an Erfahrung, ist ja noch jung. Und dann Keiji Muto, der damals noch als Great Muta unterwegs war, damals, manche von euch wissen es vielleicht noch, in dem Own Universe, was ich mal gemacht habe, also hauptsächlich Creative, also Custom, CAWs, wie sie ja genannt werden, dabei waren. War ja zweimal, also zweifacher United States Champion. Hat er sich den Titel ja damals auch vom Dragon Soldier oder Dragon Trooper, ich weiß nicht, schon ewig hin. Geholt und hat ja auch bei WrestleMania gegen ihn gewonnen, also. Oh, MJF nimmt jetzt ein bisschen Fahrtwasser auf. Und ja, einmal der Armbreaker, den eigentlich Pentagon nicht besser machen könnte. Ach ja, wo ich vorhin ja war, natürlich ein Ray Phoenix, dem traue ich das natürlich auch zu. Oh, was für ein Move von MJF. Aber da läuft er direkt in den Vertical Suplex rein vom selbsternannten King of Kings. Ja gut, Triple H ist auch der King of Kings. Aber einem Keiji Muto rechne ich schon eher den Titel an. Oh, Cover von MJF. Vor allem, was passiert, wenn MJF tatsächlich das Unvorhergesehene schafft und hier wirklich gewinnen sollte?
Also dann zählt er für mich auf jeden Fall zu einem der Favoriten. Sage ich so, wie es ist. Natürlich muss er aber auch erstmal gegen Keiji Muto gewinnen. Kann auch nicht jeder, aber schöner Konter hier in den DDT hinein. Ah, schöner, tiefer Dropkick von Mr. Muto. Jetzt geht er mit ihm in die Ringecke und ein Running Bulldog. Ah, Keiji Muto natürlich mit Erfahrung und er hat Zeit. Er hat die Zeit, er nimmt sich die Zeit. Zieht seins durch und jetzt Ansatz zu dem Aufgabegriff, der noch nie zum Erfolg geführt hat. Nämlich der Figure 4 Leglock. Und auch in diesem Falle bringt er nicht den Erfolg. Ah, schöner Vorarm. Und, oh, okay. Das war jetzt sehr, sehr agil. Und rückwärts der Mutaplex. Mal was anderes als den Shining Wizard. Aber es bringt ihm den Erfolg. Also eigentlich, wie zu erwarten, Keiji Muto eine Runde weiter. Ach ja, ein Katsushika Okada, den habe ich auch vergessen. Und ein Hiroshi Tanahashi. Krieg auch alles. Also Team Rising Sun. Bisher, bis auf Kota Ibushi, der ja inzwischen raus ist, von Team Rising Sun, alle weiter. Und ja, Akira Tozawa hat ja noch sein Match. Bisher die erfolgreichste Gruppierung hier bei All Elite. Ja, der Bullet Club besteht momentan nur aus drei Leuten. Also um Kenny Omega weiter, Matt Jackson weiter, Nick Jackson ausgeschieden. Das war's mit All Elite. Als nächstes kommt Velocity und bis dahin sage ich, IW, auf ein Wiedersehen.